Meine beiden Kinder sind engagiert bei Fridays for Future und erwarten von ihrer grünen Mutter eine grüne Politik. Und das ist manchmal schon eine Herausforderung. Verheiratet, 5 Kinder, Familienmensch, 30 Jahre in der freien Wirtschaft, sehr viel im Ausland aktiv gewesen. Da mein Leben immer öffentlich war und ich keine Geheimnisse habe, kann ich auch kein zusätzliches Geheimnis verraten. Ja, viele denken, dass ich schon lange in der Politik aktiv bin. Aber ja, ich habe jetzt angefangen, erst im März politisch aktiv zu werden und habe mir das vorher auch nicht vorstellen können. Als Pirat ist mir natürlich die Computertechnik nicht fern. Eins meiner Hobbys, und das ist eher seltsam, ist das Bauen von Computertastaturen. Als Kommunikationstrainer sehe ich meine Aufgabe darin, Menschen zusammenzubringen. Gerade in einer Situation, in der die Menschen gespalten wurden durch eine falsche Politik. Ich stamme aus dem Bauernstand, aus dem Allgäu und bin somit Mitglied des Bayerischen Bauernverbandes. Ich bin leidenschaftlicher Chorsänger und durfte 2017 im ersten öffentlichen Konzert in der Elbphilharmonie im Chor mitsingen. Mir hat die Downtime in der Corona-Krise tatsächlich geholfen, mich auf Sport zu fokussieren. Ich habe 35 Kilo abgenommen und habe letzte Woche in meinem Sommerurlaub meinen ersten Trekkingurlaub gemacht und war mit Isomatte und Zelt in Irland unterwegs. Im Sommer schwimme ich gerne zur Erfrischung bei uns im Fluss direkt an der Mühle. Wenn ich ein wenig mehr Zeit hätte, dann würde ich gern mit dem Motorrad und meinem Mann in die Berge fahren, jeder mit seiner eigenen Maschine. An meiner Maschine hapert es noch. Neben der Politik und dem Tierrechtsaktivismus übe ich mich auch als Hobbyheimwerker. Eins meiner größten Projekte war die Restauration eines Billardtischs. In meiner Freizeit höre ich gerne Heavy Metal, AC/DC und Rammstein.